Schönste am Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja, welche Werte tragen eine Gesellschaft? Wie wollen wir als Stadtgesellschaft miteinander umgehen? Diesen beiden Fragen sind wir dem Werte eineinhalb Jahr 2020/2021 nachgegangen. Ja, und auch im Laufe dieses anderthalb Jahres war dann eine Frage auch ganz deutlich herauszuspüren, was hat die Corona-Krise gemacht mit unseren Werten, wie hat sie sich ausgewirkt? Was war für Sie in diesen eineinhalb Jahren das wahnsinnigste Erlebnis mit dieser Krise? Was schwierig gemacht hat, war, dass die Vorgaben immer sehr kurzfristig kamen. Wir sind eine große Einrichtung, wir haben 110 Kinder, wir haben bis dahin offen gearbeitet. Wir mussten von einem Tag auf den anderen geschlossen arbeiten mit festem Personal. Da wir sowieso schon knapp mit Personal sind, hat es das noch schwieriger gemacht. Kinder haben keine Masken, wurden nicht getestet. Mit 25 Kindern im Winter in einem Raum waren so die größten Herausforderungen, die Ängste auch vom Team. Die Corona-Pandemie hat unser Leben fest in den Griff genommen und das öffentliche Leben weitestgehend zum Stillstand gebracht. Gerade deswegen war es aber wichtig, die notwendigen Diskussionen keineswegs zu verschieben, sondern unter geänderten Voraussetzungen die Bedeutung der Werte in unserer Stadtgesellschaft weiter zu diskutieren und in das Bewusstsein unserer Gesellschaft einzubringen. Eine Besonderheit der Wertediskussion in Rheinfelden im zurückliegenden Jahr waren die konkreten Projekte, die an Wertethemen verständlich und erfahrbar für die Menschen in unserer Gesellschaft heruntergebrochen wurden. Eines der zu überwindenden Hindernisse auf dieser Reise liegt darin, dass die meisten Menschen abstrakt und allgemein zustimmen, wenn es darum geht, über Werte zu sprechen. Aber wenn es darum geht, in einer speziellen Alltagssituation wertegeleitetes Handeln umzusetzen, dann wird es etwas schwieriger. Auch aus dieser Perspektive hat die Rheinfelder Initiative Vorbildcharakter. Ich sage immer meinen Enkeln und Kindern, wenn 7,8 Milliarden Menschen ein bisschen was anders machen, hat das einen großen Impact. Ich glaube, insgesamt, das ist meine Hoffnung, dass wir jetzt nicht nur in den letzten 18 Monaten über Werte gesprochen haben, sondern dass es eigentlich nur ein Impuls war. Weil ich glaube, dass es uns als Gesellschaft gut tut, immer wieder ins Gespräch zu gehen über Werte, die uns ausmachen, Werte, die uns bewegen, Werte, die sich verändern, Werte, gemeinsame Werte, aber auch Werte, die vielleicht jeder andere hat und auch darüber Toleranz zu zeigen. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Dankeschön.